Also war mir immer wichtig, dass diese Protagonist, Antagonist Situation von Menschen und Bienen sichtbar wird und dass es am Schluss nicht mal klar ist, wer ist jetzt eigentlich der Protagonist, sind es die Menschen oder sind es die Bienen. Das heißt, zu allen Situationen brauchte ich auch noch die Meinung der Bienen oder der Blick auf die Bienen, um zu sehen, wie erleben die das. Und im Normalfall sind das irgendwie kleine Pumpchen, die man rumschüttelt und keiner fragt sich genau, aber wenn man genau hinschaut, dann ist es plötzlich etwas anderes. Und das heißt, ich versuche, dass der Zuschauer einen emotionalen Bezug zu Bienen bekommt. Es gibt ja viele Leute, die kennen den Unterschied von Wespen und Bienen nicht. Und wozu brauchst du eigentlich Hornissen und so? Aber wenn man da genau, also das Staunen ist eigentlich, das war der Grundsatz des Films, der Ausgangspunkt. Und der, ich weiß nicht, was das Aristoteles gesagt hat, oder wenn es nicht gesagt hat, ist trotzdem wahr, dass das Staunen der Ursprung der Philosophie ist. Also wenn man staunt, dann fängt man auch dann dahinter zu überlegen an, was ist dahinter, warum ist es so, und ich möchte, dass der Zuschauer in dieses Staunen kommt und in diese Verblüffung und dann vielleicht auch sich ein bisschen empört oder sich auch freut. Wir hatten ja zwei Teams, ein Dokumentarteam und ein Makroteam. Und zum Teil hat auch das Dokumentarteam Makrosachen gedreht, also mit Slow Motion und mit der speziellen Kamera, die das eben kann. Und zum Teil haben wir dann mit dem Makroteam sind wir an die Orte gegangen, wo die Dokumentarsachen stattgefunden haben. Also wir haben sowohl zum Beispiel in Arizona mit den Killerbienen mit dem einen Team wie mit dem anderen Team gedreht und hatten aber in Wien ein Makrostudio. Da haben wir 35 Tage nur Bienen gefilmt und haben 105 Stunden Makromaterial produziert. Und das Problem ist ja, dass man den Bienen keine Anweisungen machen kann. Man kann sie nur beobachten und dann im richtigen Augenblick drücken. Und man muss wissen, was man sucht natürlich. Also wir hatten 15 eigene Völker aus verschiedenen Rassen und hatten einen Bienenflüsterer, der die Bienen betreut hat. Und dann haben wir im Studio alles vorbereitet zu einem gewissen Thema. Und er hat dann nachgeschaut, wo findet das bei den Bienen gerade statt und hat dann diese Wabe ins Studio reingebracht und dann mussten wir Glück haben. Wenn man die Bienen normal filmt, dann sieht man gar nichts. Dann ist ein Gewusel und es sieht aus wie Insekten oder Ungeziefer und man sieht nichts. Also auch wenn man mit Makro filmt. Und wir haben ausprobiert, welche Geschwindigkeit ist der menschlichen Geschwindigkeit am angepasstesten. Also wie so schnell bewegt sich ein Mensch? Wenn die Biene sich gleich schnell bewegt wie ein Mensch, dann sind wir gewohnt, dass dann können wir das beobachten. Und das waren 70 Bilder pro Sekunde, also ungefähr dreimal langsamer als normale Geschwindigkeit. Aber der Zuschauer merkt das wahrscheinlich gar nicht. Wir verstecken es nicht, aber wir drücken es auch nicht extra drauf. Und alle Flugbienen haben wir mit 300 Bildern gefilmt. Und da bin ich ein bisschen stolz, dass wir das zufälligerweise richtig gemacht haben, weil die Bienen durch ihre Facettenaugen, also sie sehen ja ein Bild, ein anderes Bild, ein anderes Bild, ein anderes Bild, und die sehen erst ab 250 Bilder pro Sekunde sehen sie eine Bewegung. Und sonst sind es einfach Einzelbilder, die sehen Stroboskopbilder. Aber was schneller ist als 250 Bilder, das sehen sie als Bewegung. Und darum, wenn jemand so macht, dann wird er ganz sicher gestochen, weil das sieht die Biene und dann reagiert sie. Und wenn man so macht, dann sieht sie es nicht, dann sieht sie einfach. Darum stechen die Bienen auch gerne in die Augen, weil da zwinkert es und es ist dunkel und also ist da eine Gefahr. Also nicht, weil sie so hinterlistig böse sind, glaube ich, sondern also wenn sie den Bären dann in die Augen stechen, haben sie vielleicht dann einen Grund, aber sind Sie gestochen worden während der Dreharbeiten? X-mal natürlich. Wir hatten so einen Wettbewerb, wer wird mehr gestochen.
Der Kameramann, der Dokumentarkameramann, der hat dann den Preis gewonnen.